Liebe Pilzfreunde, schaut mal, was bei uns die Riesenschirmlinge machen. Da vorne eine Zweiergruppe, hier eine Dreiergruppe, hier zwei ganz junge, frisch gewachsene Riesenschirmlinge und da vorne nochmal ein junger Fruchtkörper und das noch nicht mal im Wald, sondern auf dem Weg zum Wald. Brutal, was bei uns an den Straßen und Wegesrändern los ist. Überall, wie hier, Riesenschirmlinge in den verschiedensten Altersstufen. Champions auf den Weiden, Schopftintlinge auf den Wiesen. Es ist wirklich krass, was dieser November 2023 bei uns in Bayern auf die Wiesen, Wegesränder und hoffentlich jetzt dann auch in die Wälder zaubert. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Waldrunde im November. Wir haben gestern ja schon festgestellt, die Pilze wachsen. Viele Arten mit einem Wachstumsschub, tolle Artenvielfalt. Ja, und da hoffe ich doch, dass heute vielleicht wieder ein paar schöne Speisepilze und vielleicht auch nochmal ein Erstfund rausspringen. Besonders abgesehen hätte ich es heute auf Frostschneckling, Grünling oder irgendwas in diese Richtung. Das wäre nämlich alles Erstfunde. Ja, und nebenbei schauen wir natürlich auch, ob der ein oder andere Beifang in Form von Speisepilzen möglich ist. Würde mich immer freuen, wenn es mich begleitet und dann hoffen wir auf eine schöne, große, spannende Waldrunde mit vielen, vielen Funden. Frage in die Runde. Welcher Schwefelkopf könnte das vom ersten Eindruck her sein? Ich bin mir zu 99% sicher, dass das der Rauchblättrige ist. Warum? Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt am Video so gut sehen kann, aber ich biege den Fund mal zur Seite, ohne dass ich die Lamellen zeige. Schaut euch mal die Farben am Stiel und vor allem den Farbverlauf an. Stielspitze hell in Richtung der Stielbasis, dann doch eher ein bisschen dunkler, bräunlich gefärbt. Und das ist für mich ein ganz, ganz klares Indiz dafür, dass das nicht die grünblättrigen, auch nicht die ziegelroten oder irgendwelche anderen Schwefelköpfe sind, sondern dass das ganz, ganz sicher rauchblättrige Schwefelköpfe sind. Ich würde mich da, wie schon mal erklärt, nicht immer nur auf die Lamellenfarbe verlassen, sondern generell ist es immer ratsam, bei der Pilzbestimmung mehrere Merkmale in die Bestimmung mit einzubeziehen. Ja, und dieser typische Farbverlauf am Stiel ist bei den rauchblättrigen Schwefelköpfen auf alle Fälle ein ganz, ganz wichtiges und entscheidendes Merkmal. Also nicht unbedingt immer nur auf die Lamellenfarbe achten, sondern auch die anderen Merkmale wie Hutfarbe oder dieser Farbverlauf am Stiel prüfen. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich mich gleich bis auf die Knochen blamier, ich einen Fruchtkörper rausnehme und es doch der grünblättrige ist, aber ich bin guter Dinge, dass man hier bei der Lamellenfarbe jetzt dieses typische Grau der rauchblättrigen Schwefelköpfe sehen. Ja, und genau so ist es. Ich schnapp mir hier ein paar von denen. Sind nämlich super, super Speisepilze. Und gerade wenn die in größerem Umfang auf so einem Stumpf wachsen, kann man sich da schon 60-70% mitnehmen. Wirklich selten sind diese rauchblättrigen Schwefelköpfe nämlich insgesamt eher nicht. Schaut mal, wer sich jetzt auch zeigt. Auch ganz typisch eher in Richtung Ende der Hauptsaison bei uns zu finden. Nicht der Flaschen, sondern der Birnenstäubling. Der Birnenstäubling wird immer so beschrieben, dass man sagt, ja, der wächst nur auf Totholz, aber nie auf dem Boden. Ja, aber was, wenn das Totholz hier vergraben liegt? Dann kann der Birnenstäubling auch auf dem Boden wachsen oder so wirken, als würde er direkt aus dem Boden wachsen. Und das verwirrt dann manche Sammler. Was ist der Birnenstäubling? Aus meiner Sicht kein Speisepilz. Trotzdem sammeln den einige. Ja, das ist bei den Stäublingen allgemein so, dass die schon theoretisch essbar wären. Viele werden als sogenannter Kriegspilz beschrieben. Also enthält Mineralien und Nährstoffe, kann eine Hungersnot überbrücken, ist aber im Prinzip geschmacklich nicht zu empfehlen. Einzige Ausnahme wäre da bei den Stäublingen eigentlich nur der Flaschenstäubling. Ja, und so Arten wie eben der Birnenstäubling, der Igelstäubling, der braune Stäubling, die kann man eigentlich nicht wirklich als Speisepilz empfehlen. Angenommen, man möchte die Birnenstäublinge doch mal ausprobieren oder es ist wirklich mal eine Hungersnot, was man natürlich alle nicht hoffen und man ist darauf angewiesen. Worauf kommt es an? Wann kann man die Birnenstäublinge für Speisezwecke sammeln? Ja, wie schon oft erklärt und deswegen gab es auch kurz einen Cut, kommt es auf das Schnittbild an. Solange die innen weißlich gefärbt sind, kann man sie verwenden, wenn sie so gefärbt sind wie hier. Also man sieht schon im Kopfteil dieser dunkle Anteil. Dann sind die zu alt und dann kann man sie nicht mehr für Speisezwecke sammeln, auch nicht als Notnahrung.
schaut's mal, wer nur ein paar Meter weiter wächst, das ist doch jetzt die perfekte Gelegenheit, den Birnen- und den Flaschenstäubling direkt miteinander zu vergleichen. Besser hätte es wieder mal nicht laufen können. Ist auch eine größere Gruppe. Überall junge und auch ein paar ältere, größere Fruchtkörper. Wunderbar, ich schnapp mir hier ein, zwei von den Flaschenstäublingen und dann gehen wir nochmal zu den Birnenstäublingen zurück und gehen ein bisschen auf die Unterschiede von den beiden doch relativ ähnlichen Arten ein. Hier jetzt die beiden Arten im direkten Vergleich gezeigt. Links der Flaschenstäubling, rechts der Birnenstäubling. Was fällt sofort auf? Ja, natürlich der Farbunterschied, das ist vollkommen klar. Beide Arten sind unterschiedlich gefärbt. Die Birnenstäublinge tendenziell etwas dunkler, gerade wenn die ein bisschen älter werden. Und die Flaschenstäublinge tendenziell etwas älter. Gibt aber noch ein ganz, ganz entscheidendes Unterscheidungsmerkmal. Und zwar schaut euch mal die Oberfläche an. Die fällt bei den Birnenstäublingen tendenziell glatter aus, bei den Flaschenstäublingen tendenziell rauer. Die haben so eine körnig-raue, schuppige Oberfläche. Ja, und das Charakteristikum ist dabei, wenn man da drüber fährt, ja, hat man diese ganzen weißen Körner an den Fingern. Und das passiert zum Beispiel bei den Birnenstäublingen meiner Erfahrung nach eigentlich nicht. Ja, und so lassen sich die beiden Arten eigentlich relativ leicht unterscheiden, vor allem wenn man sich ein bisschen mit den Merkmalen auseinandergesetzt hat. Und ansonsten, wie schon gesagt, die Flaschenstäublinge haben zumindest laut der Literatur einen deutlich besseren Speisewert. Ich mag die Stäublinge aber generell nicht. Das glaub ich jetzt nicht. Schaut's mal, was hier auf diesem Waldweg auch noch wächst. Das ist der fleischrote Galertbecher, ein Zweitfund für mich. Und ich hätte in 134.000 Jahren nicht erwartet, dass es diese Art bei uns in der Region zu finden gibt. Ich hatte die Art dieses Jahr als Erstfund, aber in einer Klamm. Ja, also direkt in den Bergen, da kommt die Art durchaus vor. Aber bei uns in der Region, der fleischrote Galertbecher, ja, in all den Jahren nie bei uns entdeckt. Ja, und wer sich fragt, wer dieser kleine Bursche ist, auf den gehen wir gleich ein. Das ist nämlich gleich der nächste Zweitfund. Was für eine Waldrunde schon wieder. Ja, und der fleischrote Galertbecher hier ist nicht mal ein Einzelfund, denn hier zwischen den ganzen Birnenstäublingen, die hier auf dem Weg stehen, ist alles voll mit diesen fleischroten Galertbechern. Hier können wir uns jetzt nochmal mit ein paar Detailaufnahmen austoben, denn dieser Erstfund in der Klamm war nur ein Einzelexemplar. Da haben wir zwar schon ein Pilzporträt vorbereitet, ja, aber ich habe es immer ganz gerne, wenn das Pilzporträtaufnahmen von verschiedenen Fruchtkörpern, am besten von verschiedenen Standorten enthält. Ja, und das können wir jetzt erfüllen. Ich mache hier meine Detailaufnahmen. Nehmen ein, zwei von den Fruchtkörpern raus und dann gehen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen auf den fleischroten Galertbecher ein. Was für ein Hammerfund! Ja, für viele wird er gar nicht mal so selten sein, die in den richtigen Regionen wohnen. Bei denen ist die Art durchaus häufiger zu finden. Für mich in meiner Region ein Erstfund und insgesamt ein Zweitfund. Absoluter Pilzwahnsinn! Was genau ist denn der fleischrote Galertbecher? Speisepilz oder nicht? Ja, ist wieder so ein Zwischending. Für mich ist es kein Speisepilz. Erstens aufgrund der Seltenheit. Seltene Arten, die nicht in Massen rumstehen, sammle ich normalerweise nicht für Speisezwecke. Ja, und da gehört der fleischrote Galertbecher auf alle Fälle dazu. Ist wie gesagt erst der zweite Fund der Art für mich. Weiter geht's dann mit der Konsistenz. Ist halt so eine typische galertartige Konsistenz. Und ja, wenn ich so überlege, die einzige Art, die ich in diese Richtung sammle, ist das Judasohr im Winter. Aber ansonsten sagt mir diese galertartige Konsistenz nicht zu. Egal, ob es jetzt der fleischrote Galertbecher ist oder vielleicht auch der Zitterzahn. Das bringt uns auch gleich zum nächsten Thema, denn genau wie der Zitterzahn ist auch der fleischrote Galertbecher ja eigentlich eher so ein Salatpilz. Was heißt das? Ja, man kann die theoretisch sammeln, sollte sie dann zumindest kurz mit kochend heißem Wasser überbrühen, um so Sachen wie den Fuchsbandwurm auszuschließen. Ja, und dann kann man die als Salatpilz verwenden. Die sind relativ geschmacksneutral und können dann durch das Dressing ja dann doch so ein bisschen Geschmack annehmen und als Salatpilz fungieren. Was ich schon wieder mega interessant finde ist, ja, ich habe die Art über Jahre eigentlich vergeblich gesucht, hätte die Art gern früher gefunden. 2023 klappt es dann per Zufall auf einer Klammwanderung mit dem Erstfund. Ja, und wie soll es anders sein, ein paar Monate später
finde ich die Art dann auch bei mir zu Hause. Und das habe ich so oft, dass ich Arten ja teilweise über Jahre hinterherlaufe, ich die nicht finde, dann glückt der Erstfund und plötzlich tauchen diese Arten dann in Anführungszeichen überall auf. Falls ihr auch so ein bisschen Erstfundjäger seid, könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das auch schon aufgefallen ist, dass man Arten, denen man Jahre hinterherläuft, ja, wenn man dann den Erstfund gemacht hat, dass die dann plötzlich tatsächlich vermehrt auftauchen und man sie immer und immer wieder findet. Habe ich, wie gesagt, bei mehreren Arten schon so beobachten können. Jetzt aber zurück zum anderen Zweitfund. Eine sehr, sehr spannende Art, die aber überhaupt nicht selten ist. Die ist eigentlich sehr, sehr weit verbreitet, aber irgendwie hat es mit der bei mir einfach nie so wirklich geklappt. Wir hatten die vor 2-3 Jahren ein einziges Mal als Erstfund, und zwar war das sogar bei mir im Lieblingswald. Ja, und die Stelle habe ich schon ein paar Mal kontrolliert, habe die Art da aber bisher nicht mehr vorgefunden. Hier jetzt der Zweitfund der Art, die einen ganz, ganz besonderen Geruch besitzt, der wieder mal im Namen steckt. Dieses Mal aber nicht wie so oft Anis, sondern Gurke. Ja, das ist nämlich der Gurkenschnitzling. Sind sicher so, ja, wenn ich grob schätzen müsste, um die 50 Fruchtkörper. Ich zoome nochmal raus. Und zwei habe ich schon entnommen, um auch die Hutunterseite zeigen zu können. Der Gurkenschnitzling ist kein Speisepilz, der ist aber ja an diesen relativ typischen Farben, sowohl am Hut als auch am Stiel, in Kombination mit diesem gurkigen, schwach mehligen Geruch relativ leicht zu erkennen. Und wie gesagt, der ist eigentlich sehr, sehr weit verbreitet, kann fast überall gefunden werden. Nadelwald, Mischwald. Ja, und bei mir hat es halt irgendwie nie so richtig gepasst. Gibt einfach so Arten, da hat man einfach Pech und ist nie zur rechten Zeit am rechten Ort. Aber ja, je öfter man in den Wald geht, umso größer ist natürlich die Chance, dass man dann doch mal auch auf solche Arten irgendwann in größerem Umfang trifft. Ja, und so ist es jetzt. Und da kann ich die Gelegenheit natürlich gleich wieder nutzen für viele Detailaufnahmen. Und dann machen wir da im Laufe der nächsten Monate mal wieder eine Aktualisierung vom Pilzporträt. Wunderbar. Zwei sehr, sehr schöne Funde auf engstem Raum. Hoffentlich geht es genau so weiter. Das glaube ich jetzt nicht. Schaut's mal, was Luftlinie 150 Meter von der Stelle mit den fleischroten Galertbechern entfernt wächst. Tatsächlich der typische Verwechslungspartner. Das hier ist nämlich nicht der fleischrote Galertbecher, sondern der Orangebecherling. Ja, da haben wir doch gleich die Möglichkeit für einen weiteren direkten Vergleich. Wahnsinn, was hier los ist. Erstmal, zum Glück habe ich noch gezögert, das Pilzporträt zu schneiden und zu veröffentlichen. Weiß auch nicht warum, ich wollte es immer mal wieder anpacken und dann habe ich mir gedacht, nee, jetzt hast du nur diesen einen Fruchtkörper abgelichtet. Ah, vielleicht kommt doch noch was nach. Ja, und was ist? Es kommt was nach und dann auch noch so ein toller direkter Vergleich mit dem typischen Verwechslungspartner. Was da jetzt schon wieder zusammenpassen musste, dass das so klappt, ist uferlos. Wie viel Glück kann ein Mensch haben? Ja, die beiden Arten müssen gleichzeitig wachsen. Man muss zufällig zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Dann wachsen sie auch noch direkt in der Nähe voneinander, dass wir nochmal zurückgehen haben können. Ja, besser hätte es nicht laufen können. Jetzt aber zum direkten Vergleich. Und wir sehen schon, die beiden Arten sind sich sehr, sehr ähnlich. Beide so ein bisschen orange gefärbt, der Orangebecherling ein bisschen mehr, der fleischrote Galertbecher ein bisschen weniger. Beide mit becherartiger Form. Ja, und deswegen kann man diese beiden Arten durchaus miteinander verwechseln. Der fleischrote Galertbecher besitzt tendenziell aber so ein bisschen dickeres, dafür galertartigeres Fleisch. Ja, und der Orangebecherling besitzt so ein bisschen dünneres und weniger galertartiges, brüchigeres Fleisch. Diese typische Becherlingskonsistenz. Ja, und alleine darüber lassen sich die beiden Arten dann doch relativ einfach unterscheiden, wenn man diese beiden Unterschiede kennt. Habt ihr diese beiden Arten schon mal gleichzeitig gefunden und gegenübereinander stellen können? Ja, hätte ich mir nicht erträumen lassen, dass wir so viel Glück haben, dass das einmal klappt. Schaut's mal, wer sich hier jetzt zeigt. Schon wieder der ziegelrote Schwefelkopf. Ja, und wer die Tour gestern gesehen hat, da haben wir ja den direkten Vergleich vom ziegelroten Schwefelkopf
und vom rauchblättrigen Schwefelkopf ganz, ganz, ganz knapp verpasst. Ja, ich war einfach zu faul, nochmal zurückzugehen und die rauchblättrigen Schwefelköpfe für den direkten Vergleich zu holen. Heute habe ich sie im Korb, hier jetzt die ziegelroten Schwefelköpfe vor mir. Ja, damit ist es Zeit, diesen direkten Vergleich gleich mal nachzuholen. Ich schnappe mir ein, zwei Fruchtkörper, dann gehen wir auf eine Lichtung und drehen gleich mal den direkten Vergleich der beiden Arten. Hier jetzt die beiden Arten direkt miteinander verglichen und da sehen wir schon, die Lamellenfarbe fällt relativ ähnlich aus. Aber dafür gibt es ganz, ganz tolle andere Unterscheidungsmerkmale, nämlich vor allem die Farbe und die Dickfleischigkeit der Fruchtkörper. Der ziegelrote Schwefelkopf ist ein echtes Dickerchen. Ja, der bildet ganz, ganz stämmige, große Fruchtkörper aus, wenn die Bedingungen passen. Und das sehen wir hier auch. Ja, dagegen ist der rauchblättrige Schwefelkopf fast schon ein Zwerg. Gut, ist jetzt alles ein bisschen überspitzt formuliert, aber wenn man sich das hier so anschaut, das ist ein junger ziegelroter Schwefelkopf, das hier ein junger rauchblättriger Schwefelkopf. Ja, wenn man sich hier die Stieldicke anschaut, der Hutdurchmesser, ja, das ist schon wirklich ein krasser, deutlicher Unterschied. Weiter geht's dann mit der Farbe. Der rauchblättrige Schwefelkopf maximal mit gelb-orangen, eher gelben Farben. Ja, und der ziegelrote Schwefelkopf natürlich mit rötlichen Farben. Der ziegelrote Schwefelkopf hätte auch eine bittere Geschmacksprobe. Der rauchblättrige Schwefelkopf natürlich eine milde. Aber Geschmacksproben bei Schwefelköpfen, ja, weiß ich nicht, sind vor allem nicht Anfänger geeignet. Da muss die Gattungszuordnung schon wirklich zu 1000% passen. Denn wenn da statt einem rauchblättrigen Schwefelkopf irgendwo ein Gifthäubling probiert wird, ja, dann kann das fatale Folgen haben. Deswegen ja, auf die Geschmacksprobe im Zweifel eher verzichten. Und in der Regel braucht man die auch nicht, denn gerade der ziegelrote Schwefelkopf lässt sich eigentlich ganz, ganz leicht vom rauchblättrigen Schwefelkopf trennen. Ein weiteres Merkmal, das ich jetzt nicht erwähnt habe, wäre auch noch das Substrat. Der ziegelrote Schwefelkopf wächst überwiegend, bei meinen Funden eigentlich immer, auf Laubholz. Ja, und der rauchblättrige Schwefelkopf normalerweise ausschließlich auf Nadelholz. Also im reinen Nadelwald den ziegelroten Schwefelkopf finden, ja, würde ich jetzt eher fast ausschließen, auch wenn das angeblich laut der Literatur gehen soll. Der rauchblättrige Schwefelkopf im reinen Laubwald, ja, würde ich auch ausschließen. Der erscheint normalerweise immer auf totem Nadelholz. Ja, und so ist auch das Habitat zumindest so ein kleiner Fingerzeig, in welche Richtung es gehen könnte. Wen haben wir denn hier? Ein alter Bekannter vom letzten Wochenende. Ja, wenn ich mir diese lila-braune Hutfarbe so anschaue, ja, und das Habitat, das außenrum ist, sehr, sehr sandiger Boden, viele junge Kiefern. Das kann eigentlich bloß ein Butterpilz sein, oder? Da hatten wir letztes Wochenende einen phänomenalen Massenfund. Ist das hier der nächste Fund vom Butterpilz? Schauen wir mal. Tatsächlich. Hier wieder gut zu sehen, der Ring, die typische Röhrenfarbe und auch die typische Hutfarbe. Und wenn ich jetzt hier mal genauer schaue, dann glaube ich, tatsächlich versteckt sich hier noch einer. Und hier waren wir leider zu spät. Was bei Butterpilzen übrigens genauso funktioniert, wie eigentlich bei allen anderen Röhrlingen, ist der Drucktest. Wenn man reindrückt und die Delle bleibt zurück, so wie hier, dann sind eigentlich alle Röhrlinge komplett durch. Die braucht man dann auch gar nicht mehr zu ernten. Die Konsistenz ist bei den Röhrlingen mit das entscheidende Kriterium, ob der Fund noch was fürs Körbchen ist oder nicht. Gibt es hier schon wieder Butterpilze ohne Ende? Gut, diese Habitate liegen schon ein Stück auseinander, aber beides ist halt Bayern, ja. Und so 50, 60, 70 Kilometer Unterschied machen, wenn das Wetter gleich war, dann doch nicht so viel Unterschied aus. Also kann ich mir schon vorstellen, dass wir auch hier Butterpilze ohne Ende finden können. Aber ich befürchte fast, das ist nicht der normale Butterpilz, sondern sogar die ringlose Variante vom Butterpilz, die dann doch nochmal eine Spur seltener ist und die ich erst ein einziges Mal vor der Kamera hatte. Wie komme ich denn da jetzt überhaupt drauf? Ja, ich finde diese Hutfarbe für Butterpilze fast ein bisschen
untypisch. Und mich erinnert der Fund original an den Erstfund vom ringlosen Butterpilz. Auch wenn man sich hier den Stiel anschaut, der so ein bisschen ja, in dieser Lücke zu sehen ist. Ich würde fast sagen, da haben wir, glaube ich, den nächsten sehr, sehr spannenden Fund gemacht. Und ich glaube echt, dass es der Zweitfund vom ringlosen Butterpilz ist. Jetzt schauen wir mal rum. Hier stehen nämlich ganz, ganz viele. Welchen Fruchtkörper wir uns da jetzt rauspicken. Schauen wir mal, ob der noch schön fest ist. Ah, ist auch schon relativ weich. Ja, ich würde trotzdem sagen, wir schnappen uns mal den und jetzt schauen wir mal, ob das wirklich der ringlose Butterpilz ist. Aber sowas von eindeutig. Ich glaub's ja nicht. Ja, wer hätte das gedacht? Tatsächlich der Zweitfund vom ringlosen Butterpilz. Worauf kommt es denn da jetzt bei der Bestimmung an? Ja, natürlich, er hat keinen Ring und sieht ansonsten ja, fast genauso aus wie der normale Butterpilz. Könnte es nicht einfach nur der Körnchenröhrling sein? Nein, da passen die Farben und meiner Meinung nach auch die Größe nicht. Die Körnchenröhrlinge werden nicht so groß, nicht so stämmig. Und was noch hinzukommt, wenn man ganz, ganz genau an die Stielbasis schaut, es ist hier leider nicht so toll ausgeprägt, dann ist dieser Fruchtkörper hier so ein bisschen zumindest rötlich verfärbt. Ja, und das ist das Hauptunterscheidungskriterium. Diese rötlichen Farben an der Stielbasis hätte der Körnchenröhrling so nicht. Hammerfund! Ja, und der freut mich ja fast noch mehr wie die normalen Butterpilze am letzten Wochenende. Die Butterpilze haben wir jetzt doch ein paar Mal, den ringlosen Butterpilz erst das zweite Mal überhaupt. Was für eine Waldrunde. Viel schöner kann so ein Fliegenpilz doch wirklich nicht auf dem Waldweg stehen, oder? Ja, deswegen ist er auch auf alle Fälle nochmal zeigenswert. Wer wird jetzt aber wohl wieder neben dem Fliegenpilz stehen? Es sind natürlich schon wieder die Pfefferröhrlinge. Ja, und wie war es gestern? Erst hat man die Fliegenpilze und die Pfefferröhrlinge und der nächste Fund war dann dieser schöne große Fichtensteinpilz. Wird es hier jetzt gleich genauso laufen? Ich wage es zu bezweifeln. Da müsste man schon wieder riesiges Glück haben. Aber ja, wir haben ja auf alle Fälle eine Stelle entdeckt, die das Potenzial für Steinpilzwachstum birgt. Ja, und da ich diesen Waldabschnitt hier das erste Mal erkunde, haben wir jetzt wieder eine Stelle, wenn wir hier unterwegs sind und die Steinpilze gerade einen Wachstumsschub haben, dann können wir die dann explizit anlaufen und auf Steinpilzvorkommen kontrollieren. Hat sich also schon mal gelohnt, hier mal links und nicht rechts abzubiegen. Wie sieht es derweil mit Speisepilzen aus? Ja, das Einzige, was ich heute aktiv eigentlich sammle, sind die rauchblättrigen Schwefelköpfe. Hier der nächste Stumpf mit einem ganz, ganz tollen Vorkommen, wo wir uns wieder ein paar von denen ins Körbchen packen können. Bevor ich mich auf den Weg zum Auto mache, hier jetzt noch ein letzter Fund. Und zwar tatsächlich nochmal eine krause Glucke. Ist überhaupt nicht ungewöhnlich, gerade bei den ganzen Kiefern hier. Ja, stehen die ein oder anderen alten Glucken rum. Warum zeige ich euch die Glucke, obwohl die nicht mehr ganz so ansehnlich ist? Ja, ich möchte nochmal auf einen wichtigen Punkt eingehen. Es sind ja in diesem Jahr doch ganz, ganz viele Sammler dabei, die auch jetzt nochmal losziehen. Ja, und da ist unbedingt darauf zu achten, dass wenn er eine Glucke findet, auch wenn es ein ganz, ganz toller und beliebter Speisepilz ist, dass er die wirklich nur sammelt, wenn die in Top-Zustand ist. Wenn die irgendwo solche Verfärbungen hat wie hier, das ist ein Schimmelschaden oder auch da oder auch nicht ganz so gut zu sehen hier am Rand, diese schwarzen Verfärbungen, dann bitte diese komplette Glucke unbedingt im Wald lassen, nicht für Speisezwecke sammeln. Da nützt es auch nichts, den Fruchtkörper zu trocknen oder zu erhitzen. Es entstehen durch diese Zersetzung immer Toxine, ja, und die bekommt man durchs Trocknen und Erhitzen normalerweise nicht weg und es droht da wirklich eine ganz, ganz heftige Lebensmittelvergiftung. Deswegen, wenn ihr Speisepilze sammelt, beschränkt es euch generell und bei den Glucken besonders auf wirklich schöne, ja, und unbeschädigte und vor allem unverschimmelte Fruchtkörper. Ganz, ganz wichtig, die meisten, in Anführungszeichen, Vergiftungen sind eigentlich keine echten Pilzvergiftungen, sondern Lebensmittelvergiftungen, die entstehen, weil zu alte oder beschädigte oder verschimmelte Fruchtkörper gesammelt, zubereitet und verzehrt werden.
Das soll es für die heutige Waldrunde dann gewesen sein. Die gesuchten Arten haben wir wieder mal nicht gefunden, aber das bin ich ja schon aus den letzten Jahren gewohnt. Diese Arten, egal ob es jetzt die verschiedenen Grünlinge oder die Froschschnecklinge sind, sind bei uns einfach sehr, sehr selten. Ja, die sind hier kartiert, die kommen hier definitiv irgendwo vor, aber erstens ist dieses Waldgebiet extrem weitläufig und zweitens werden diese Arten ja wahrscheinlich eher vereinzelt wachsen und hier nicht zu Hunderttausenden rumstehen. Also da muss man zur rechten Zeit am rechten Ort sein und das hat bis jetzt nicht geklappt. Klar, ich könnte jetzt natürlich irgendeine Region fahren, wo diese Arten häufiger vorkommen, wo die vielleicht sogar Massenpilze sind. Ja, aber das nimmt dann irgendwo den Reiz. Wenn, dann will ich die bei uns irgendwo in der Region finden und nicht irgendwo 300, 400, 500 Kilometer weit weg. Schauen wir mal, ob das noch klappt dieses Jahr. Wird langsam eine enge Kiste. Gerade in Richtung Mitte nächster Woche ist dann doch schon so ein bisschen eises Kälte vorausgesagt. Und dann wird es auch mit dieser ganz, ganz tollen Artenvielfalt, die wir heute auch wieder hatten, denke ich mal, zu Ende gehen. Ich hoffe mal, diese Waldrunde hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Vielleicht konntet ihr bei den direkten Vergleichen so ein bisschen was mitnehmen, ja, vielleicht so ein paar Unterschiede, ja, neu kennenlernen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, habt eine tolle Zeit. Ja, langsam geht es dann doch schon aufs Jahresende und Weihnachten zu, wird wieder hoffentlich eine ganz, ganz tolle und besinnliche Zeit. Macht es gut und bis bald.